Hallo und herzlich willkommen hier bei Sherlock Holmes und wir versuchen immer noch die Bauanleitung herauszufinden. So weit sind wir ja auch schon gekommen. Und dann knicken wir das so. Und dann passt es irgendwie nicht mehr. Deswegen, was ist, wenn ich das jetzt so knicke? Nee, das ist falsch. Ich muss auf jeden Fall das am Ende hier knicken. Kann ich nur so? Ja. Ich muss das viel höher knicken. Ich muss mal gucken, ob ich den restlichen Teil irgendwo finde. Kann ich hier knicken? Nein. Da ist der Teil. Okay. Wie sehe ich den? Nein, wie habe ich den denn jetzt gesehen? So. Nee. Ach, scheiße. Guck mal, ich kann, wenn ich das da geknickt habe, nicht so rumknicken. Das ist der Teil. Und hier kann ich dann nur das. Nee, das war falsch. Wenn ich das so knicke. Nee. Kann ich das sonst irgendwie mustermäßig sehen? Nee, ne? Also nur durch Ausprobieren oder was? Nee, das ist falsch. So. Das ist auch schon falsch. Dann haben wir das. So, wie komme ich aber an das andere Stück dran? Da ist das andere. Das wird dann nachher hochgeknickt. Das kann so also schon nicht sein. Hochknicken kann ich erst, wenn es so ist. Und da ist es. Das ist auch falsch. So, wir versuchen das jetzt noch ein, zwei Mal. Das ist falsch. So. Wenn ich das nochmal hier mache, dann haben wir das wieder.
Okay. Nee, das ist falsch. Das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Na, auch nicht. So geht's ja schon mal nicht, weil ich brauche die Unterseite. Also muss ich schon so kleben, knicken. Alles auf der Rückseite. Also steht alles hier hinter. So. Warum knickt er das so? So machen. Okay, ich versuch's jetzt noch ein oder zweimal und dann reicht auch, dann haben wir nämlich auch schon genug mit Falten verschwendet. Nee, das ist falsch. In der Mitte kann ich nicht falten. Also wenn, dann so. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich komm nur so weit. Dann kann ich hier einmal knicken. Und einmal so knicken. Und so bringt mir es auch nichts. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich überspringe jetzt. Wow. Ein Plan für russische Bomben auf einem japanischen Origami, um Wahrzeichen Englands in die Luft zu sprengen. Wirklich kosmopolitisch. Na gut. Schauen wir uns das an. Dieser Plan erklärt Schritt für Schritt den Bau einer Bombe. Also. Das bringt nichts. Nee, ich muss erstmal. Okay, erstmal. Das Dynamit. Wo hab ich denn Dynamit? Hab ich nicht. Ups. Doch, da ist Dynamit. Genau. Dynamitstangen.
Wollte gerade sagen, ich brauche da noch Dynamit. Diese Kiste enthält Funkempfänger und Kupferdraht. So, dann nehmen wir das mit. Das nehmen wir mit. War alles? Ja. So, hier haben wir alles. Okay, ich glaube, dann haben wir alles für Bomben bauen. Okay. Also, schauen wir uns das an. Also. Muss jetzt erstmal das mit dem verbinden. Und die Drähte brauche ich dafür. Das bringt nichts. Okay. So. Zwei ist das. Das. Okay, das passiert nichts. Das bringt nichts. Okay, dann fehlt mir anscheinend noch was. Ah. Das kommt da dran. Das bringt nichts. Das bringt nicht. Das bringt nichts. Das bringt. Ja. Das bringt. Das bringt nichts. Dann fehlt mir noch was. Das bringt. Das bringt. Das. Ja. Das bringt. Wenn das alles nichts bringt, dann fehlt mir noch was. Aber was fehlt mir denn? Ich benutze jetzt mal eben die Hilfe. Okay, anscheinend habe ich doch alles schon. War irgendwie komisch. Das Dynamit habe ich dran. Ich habe das miteinander verbunden. Und das Ding ist auch dran. So, was hat das Funkteil jetzt damit zu tun? Ganz offensichtlich ist der Funkempfänger eingeschaltet. Okay, dann kommt die Uhr. Genau. Dann das Draht. Die Flasche. Und die Kurbel. Fertig. In der Kurbel drehen. Hoppla, der Schalter funktioniert nicht. Nur die Ruhe, John. Du musst lediglich einen anderen Weg finden, um die Bombe zu entschärfen. Okay. Ich sollte mit der Bombe zum Karussell gehen. Nimmt er die jetzt mit oder nicht? Ah, okay. Der nimmt die so mit. Ich nehme die Bombe mit. Oh, sie ist ganz schön schwer. Na gut. Ab zum Karussell. So, ist der John jetzt auch noch ein Bombenbauer? Da drauf muss ich wahrscheinlich. Ich habe immer noch die Murmeln dabei. Wofür auch immer. Wow, jetzt renne ich doch einmal drumrum. Shit. So.
Mithilfe dieses Funkortungssystems kann ich vielleicht die Funkverbindung zu meiner Bombe unterbrechen. Finden Sie heraus, wo die Bombe platziert wurde. Oha. Was soll ich denn das rausfinden? Hier können wir ein Telefon einstecken, um Lestrade anzurufen. Das Steuerpult funktioniert nicht. Mithilfe dieses Funkortungssystems kann ich vielleicht die Funkverbindung zu meiner Bombe unterbrechen. Okay. Finden Sie heraus, wo die Bombe platziert wurde. Warte. Wo die Bomben platziert wurden. Ah. Okay, das Ding ist die Antenne oben. Wo ist die Antenne? Da. Genau da gerade außen ist dann eine Bombe oder was? Wie verstehe ich das jetzt? Ja, kurz gucken. So. Okay, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ist es dann hier hinten was oder was? Ist es zu? Keine Ahnung. Da. Dieser Wohnwagen gehört Aleko. Okay, dann kann ich hier wahrscheinlich auch noch gucken. Alexei. Das muss der Name des russischen Anarchisten sein, der hier haust. Okay. Geh mal rum, genau. Hier steht Alexander. Das muss sein Wohnwagen sein. Okay. Schau einmal kurz hier rein. Ich sollte mit der Bombe zum Karussell gehen. Okay. Bringt also nichts. Ich verstehe allerdings nicht, was mir das jetzt bringt, dieses Ding. Mit Hilfe. Ja, ja, ist schon klar. Ja, und dann? Oder sind es diese Dinger hier? Nee. Auch nicht. Okay, verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Was bringt mir das, danach zu schauen? Kann ich zu Watson, Sherlock Holmes wechseln? Kann ich wahrscheinlich machen. Ach, damit komme ich dann wahrscheinlich wieder zurück. Aber ich muss ja versuchen, irgendwie die, warte mal. Kurz mal überlegen. Vielleicht hier was? Hier ist ja das. Ich brauche etwas. Ich werfe eine Murmel gegen das Fenster. Vielleicht kann ich so Holmes auf mich aufmerksam machen, sofern er dort ist.
Holmes antwortet nicht. Ich warte lieber, bis er das Zimmer mit dem Telefonapparat gefunden hat. Ich sollte mit der Bombe zum Karussell gehen. Na gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Sherlock Holmes. Euer Leo, ciao.